Servus. Servus bei den Starrenfischer. Ich bin heute mit dem Franz Hollweg vom Netzwerk Angel unterwegs und was wir machen, ist jetzt gleich nach dem Intro. Jo. Ja. Köder auflegen. Schaut ein bisschen aus wie an Weihnachten. Richtig geil, richtig geil. Ja, der Andi und ich machen heute einen Film zum Thema Topwaterangeln. Andi als Experte erklärt uns das und wir werden das Stück für Stück ein richtig schönes Tutorial machen, wie man mit Oberflächenködern erfolgreich Spinnfischen kann. Ja. Hallo. Kuckuck. Ja, ich habe hier noch was entdeckt. Einer, der vielleicht. Warte mal, du sprichst in die Kamera, also du nimmst ihn und sprichst halt längst in die Kamera. Wir kommen zur Montage. Andi, was gibt es zur Montage beim Topwaterangeln zu sagen? Ja, die ist total simpel. Ich habe ein Stahlverfach. Einen kleinen Ring oder einen kleinen Wirbel kannst du annehmen und der wird direkt in die Hauptschnur eingeknotet beim Stahlverfach. Das hat einen ganz einfachen Grund. Fangen wir nochmal an. Und was mir auch noch ganz wichtig ist, ich versuche möglichst steifes Vorfachmaterial zu nehmen. Ihr seht hier, das ist relativ verbindungs. So, jetzt haben wir schon kein Glück mehr. Alles gut. Der Franz und ich haben jetzt einen theoretischen Teil gefilmt und jetzt haben wir dafür am Wasser, für was man eigentlich immer da ist, für den praktischen Teil. Die Stelle ist bekannt. Und jetzt schauen wir mal, was wir topwatermäßig ans Band kriegen. Passt, das probieren wir jetzt nochmal. Jetzt halt das mal ein bisschen so quer. Dreimal dahinter einfach. Na? Na? So? So, okay. Fangst an. Weißt, so halten wir es zuerst einmal, ein bisschen so, dass man es so schön sieht, genau. Hier haben wir jetzt mal, hier haben wir jetzt mal drei Popper und was ihr seht, die haben unterschiedlich große Maulöffnungen. Die Größe der Maulöffnung entscheidet, wie groß die Fontäne ist und wie laut das Plopp ist. Genau. Manchmal ist das besser, manchmal nicht. Passt das zuerst so und dann passt. Nehmen wir zuerst einen Wein vorbei. Ich filme jetzt da drauf und dann gehe ich weg und du fangst da an. Hier haben wir jetzt drei verschiedene Ausführungen von Popper. Die haben unterschiedliche Maulöffnungen, also unterschiedlich große. Du musst eh dann in die Kamera schauen. Ja. Aber passt. Und der Wind. Mal noch kurz. Weißt, wenn keiner was sagt, das Mikrofon ist schon im roten Bereich, ist schlecht. Wir probieren es. So, hier sind wir im idealen Einsatzgebiet für den Freund. Mal an, hast... Was soll ich? Du hast und dann hier. Okay. Klar anfangen. Hier sind wir im idealen Einsatzgebiet für den Freund hier, für den Frosch. Wenn ihr dahinter schaut, ihr seht alles voller Seerosen und Gras. Hier geht nur Weedless was und da werden wir uns den Frosch jetzt mal reinhauen und schauen, was passiert. So sehr dir der Chip am Anfang hilft, aber irgendwann limitiert er dich halt in der Wurfreichweite. Ja, das sollte nicht passieren. Wunderbar. Der Fisch.
Ich hasse es. Vergesst auch nicht, mal bei Netzwerk Angeln vorbeizuschauen und dort ein Abo dazulassen. Gut gemacht. Ja, gut gemacht, dann hätte ich nicht reingeschmissen. Allein ganz gelaufen in Zeit. Wir probieren es jetzt einmal. Da hinten, Sekt in der Hut, das ist wurscht mit der Fenster. Ja, vor allem warum am Sonntag, aber ja Gott. Wie gesagt, der Propellerköder ist der einsteigerfreundlichste Köder. Warum das so ist, werdet ihr gleich sehen. Das ist schon wieder da hinten drin. Auch wenn ich der absolute Katzenmensch geht. Sag mal. Wir fahren mal da vorbei. Sehr gut. Passt. Für dich. So, wir sind jetzt am Ende von einem langen Drehtag. Ich hätte es mir nicht so lang vorgestellt, aber es hat Spaß gemacht. Es war total interessant, mal bei Netzwerk Angeln hinter die Kulissen zu blicken, wie das Ganze läuft. Wesentlich professioneller wie bei uns. Aber ja. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu stark schockiert und du hast mal wieder Lust, mit uns was zu machen. Ja, definitiv. Also es hat definitiv Spaß gemacht, da brauchen wir überhaupt nicht drin. Es ist eine ganz andere Herangehensweise. Wir sind halt mehr so der chaotische Haufen. Wir lernen mal Kamera mitlaufen und filmen das alles. Ich denke, ihr werdet es im Video gesehen haben. Manche Szenen haben wir gefühlt 100 Mal gedreht. Und dann, wenn du irgendeinen Text hast und dann vergisst du den Text wieder, oder dann überschlägt sich der Köder. Ja, aber es war definitiv interessant. Danke, Franz. Und vielleicht, oder hoffentlich, bis in die Zukunft. Ja, lass dir was einfallen. Jederzeit gerne wieder mit dir. Gut. Also, servus, ciao. Eure Stauenfischer.